Could you tell us, kannst du uns erzählen, wie der Name Jethro Tull entstanden ist? Wie seid ihr auf diesen Namen für die Gruppe gekommen? With the name of the group, how you get the idea from that? Well, the only story about it is that it's one of many names that the group had, and we had someone. Es war einer von vielen Namen, die die Gruppe hatte. Wir hatten eine Art Manager und er musste fast jede Woche einen neuen Namen für uns finden, weil wir, als wir anfingen, Musik zu machen, so schlecht waren, dass uns niemand bat, ein zweites Mal in seinem Club aufzutreten. Sobald wir dort einmal gespielt haben, wollten sie uns nicht noch einmal. Daher mussten wir unsere Namen dauernd ändern, sodass die Leute uns für eine andere Gruppe hielten und wir wieder spielen konnten. Jethro Tull war gerade unser aktueller Name, als John G. vom Marquee Club in London sagte, mir gefällt das, was ihr da spielt. So blieben wir bei dem Namen. Ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Wie gesagt, wir hießen jede Woche anders und wir haben das unserem Manager überlassen, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Es ist keine originelle Geschichte, aber das ist die Wahrheit. Was ist es für ein Gefühl, auf der Bühne noch immer die alten Songs zu spielen? Was gibt dir das? Das ist so, als würde man einen Arzt fragen, was es ihm gibt, noch immer Medizin zu praktizieren und noch immer die alten Mittel wie Penicillin dabei zu verwenden. Etwas, das wirkt, verwendet man. Natürlich versucht man immer, neue Dinge auszuprobieren und zu erforschen, aber es ist ein Beruf und ich bin Berufsmusiker. So wie ein Arzt seinen Beruf praktiziert, praktiziere ich Musik. Ich forsche nach neuen Ideen, neuen Formen der Musik und ich verwende noch immer die alten Mittel, von denen ich als Entertainer weiß, dass sie wirken. Dafür zahlen ja schließlich die Leute und das geben wir ihnen. Gleichzeitig nehmen wir uns die Freiheit, mit ihnen auch ein wenig zu experimentieren, indem wir neue Songs, neue Instrumente und neue Ideen testen. 20 bis 25 Minuten der Musik, die wir bei einem Auftritt an einem Abend spielen, hat das Publikum noch nie gehört. Sie existiert auf keiner Platte und es ist ungewöhnliche Musik. Für uns ist das eine Art Herausforderung an unser Publikum und an uns selbst, um nicht als Band betrachtet zu werden, die nur altmodische Musik spielt. Was für eine Stimmung ist in der Band, wenn ihr auf Tournee seid? Ist es wie in einer Familie oder betrachtet ihr es nur als Job? Seid ihr eigentlich nach den vielen Jahren noch immer Freunde? Or you know the other musicians for such a long time, or are they still friends? It's a terrible problem we have talking to people today. Es ist ein furchtbares Problem heutzutage. Bei 90% aller Fragen von Presse, Radio oder Fernsehleuten will man, dass ich sage, nein, ich hasse es, Musik zu spielen. Ich will keine Konzerte mehr machen. Ich habe keine Ideen mehr. Es langweilt mich alles. Ich möchte nach Hause. Ich weiß, die Frage, auf die du hinaus willst, ist, wie schafft ihr es noch immer, dabei zu bleiben? Aber wahrscheinlich habt ihr mit den Who gestern Abend gesprochen. Die müsst ihr das Gleiche gefragt haben. Wir machen, was wir machen, weil es uns Spaß macht. Aus keinem anderen Grund. Es ist harte Arbeit. Und wir sind schon lange erfolgreich genug, dass wir unser Geld woanders anlegen könnten. In Geschäfte zum Beispiel. Wenn es nur darum ginge, oder wir könnten uns aufs Land zurückziehen und zur Ruhe setzen. Wir machen aber weiter Musik, weil wir Spaß daran haben. So einfach ist es. Wir haben Glück, denn wir haben einen Job, der uns Spaß macht und zugleich unser Hobby ist. Es ist auch eine persönliche Herausforderung, denn unsere Arbeit verlangt Kreativität wie Geschäftssinn. Ich meine, was soll ich sagen? Wenn ich es nicht gern täte, würde ich nicht hier sitzen. Welche Musiker glaubst du haben dich am meisten beeinflusst und welche Musik hörst du eigentlich gern privat? Ich höre ziemlich viel Musik, aber nur weil meine Frau das Radio in der Küche den ganzen Tag laufen lässt, was immer in der Hitparade gerade gespielt wird. Ich meine, das höre ich, obwohl ich nicht wirklich zuhöre. Ich lege zu Hause sehr selten Platten auf. Manchmal gibt mir jemand ein Band und sagt, hör dir das mal an. Aber ich höre keine Musik zur Entspannung. Dazu habe ich keine Zeit. Denn es macht mir mehr Spaß, selbst zu spielen. Wenn ich in einer musikalischen Stimmung bin, nehme ich lieber selbst ein Instrument zur Hand und spiele, als mich hinzusetzen und passiv Platten zu hören. Daher beeinflusst mich andere Musik nicht wirklich. Ich weiß natürlich, was in der Hitparade ist, welcher Disco-Hit gerade in ist. Das höre ich jeden Tag zu Hause. Sicher wird es mich auf gewisse Weise beeinflussen. Aber am meisten höre ich eigentlich New Wave. Und ich glaube nicht, dass mich das sehr beeinflusst. Denn das habe ich ja schon vor 10 Jahren gehört. It must influence me, I suppose, in some little way. But, I mean, most of what I hear is what you would call New Wave music. So
I don't think that influences me very much because I have heard it before, you know, 10 years ago. Du lebst auf einem Landgut in Schottland, stimmt das? Ich habe zwei zu Hause, eines in England und eines in Schottland. Brauchst du eine ruhige Umgebung, um Musik schreiben zu können? Eigentlich schreibe ich die meisten Songs in Garderoben wie dieser hier oder in Hotelzimmern. Das mache ich auch jetzt, sobald ihr mit euren Kameras bei der Tür draußen seid. Arbeite ich dann weiter an einem neuen Song. Denn nächste Woche möchte ich ins Studio gehen und eine neue Platte aufnehmen. In den späten 70er Jahren haben eure Produktionen zwar ein sehr professionelles Niveau erreicht, aber es war nicht mehr die sensationelle Popkarriere wie am Beginn der 70er Jahre. War das, weil ihr älter geworden seid oder habt ihr euch in den späteren Jahren einfach weniger um euer Image gekümmert? Du fragst mich praktisch, habt ihr keine sensationelle Popkarriere mehr, weil ihr älter seid? Ist das die Frage? Nein, nicht wirklich. Ich will nur die Unterschiede wissen zwischen eurem Image Ende der 60er Jahre im Vergleich zu heute. Naja, zuerst einmal, ich glaube, dass sich die Altersgruppe, die unser Publikum ausmacht, nicht wirklich geändert hat. Ich war 21 Jahre alt, als wir begannen, Musik zu spielen. Und unser Publikum war zwischen 15 und 25 Jahre alt, hauptsächlich, was ich Studentenalter nennen würde. Und im Wesentlichen ist das heute genauso. Es beginnt bei 15 Jahren bis eben zu 25. Manchmal kommen Ältere dazu, Leute in meinem Alter, 31, 32 Jahre alt, die vielleicht unsere Karriere von Anfang an mitverfolgt haben und noch immer in die Konzerte gehen. Aber das ist eigentlich ungewöhnlich, denn die meisten Leute über 30 wollen sich zum Beispiel schon gar nicht mehr stundenlang um Tickets für die Konzerte anstellen. Sie kaufen sich vielleicht unsere Platten und hören sie zu Hause. Aber bei den Konzerten ist das Alter des Publikums gleich geblieben. Das Einzige, was sich verändert hat, ist etwas, was nichts mit unserer Musik zu tun hat. Ich meine, ihr seid der Grund, dass sich alles ändert. Ihr, die Medien, schafft die unglaubliche Vielfalt des Angebots, auch die Vielfalt der Publicity-Möglichkeiten für die verschiedensten Arten von Musik und Musikern. Heute kommen jede Woche hunderte von neuen Platten auf den Markt, obwohl es mit der Industrie nicht gerade gut steht. Es ist eine unglaubliche Konkurrenz entstanden. Es gibt heute so viele Gruppen und alle streben nach Erfolg. Und Mode wurde sehr entscheidend. Und wir waren nicht mehr modern seit 1968. Wir überleben auf andere Weise, weil ich weiß eigentlich gar nicht warum. Vielleicht weißt du es. Komm auf diese Seite der Kamera und sag es mir. Nach welchen Kriterien hast du die neue Bühnenshow zusammengestellt? Und in welchem Verhältnis hast du dabei alte und neue Songs berücksichtigt? Es gibt einen Grundstock von alten Songs, von dem wir immer einige Nummern nehmen, aber eigentlich jedes Jahr andere. Und es gibt zwei oder drei Lieder, die immer in der Show sind, wie Aqualung oder Locomotive Breath. Das sind sozusagen die Favorites der Leute. Dann gibt's einen oder zwei Songs von verschiedenen Alben, die Stationen in unserer musikalischen Entwicklung waren, wie zum Beispiel Minstrel in the Gallery, Too Old to Rock and Roll. Einige Teile von Thick as a Brick, aber es ist schwer zu sagen. Einmal im Jahr setzen wir uns hin und sagen, was sollen wir spielen? Und jeder sagt seine Ideen und wir spielen es ein paar Mal und sagen vielleicht, nein, das gefällt uns doch nicht. Wir gehen da sehr nach unserem Gefühl. Wenn wir dann auf Tour sind, haben wir ein diszipliniertes Programm. Auch die Arrangements sind fix, denn wir haben ja eine Verantwortung dem Publikum gegenüber. Es muss jeden Abend alles klappen. Daher bleiben wir dann bei einem fixen Arrangement. Aber es gibt sowohl alte Songs, die sich durch das ganze Programm ziehen, als neue. Sogar gegen Ende der Show, statt nur mehr alte Hits zu spielen, schmuggeln wir auch ein oder zwei wirklich ungewohnte Songs hinein, nur um zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Es ist interessant. Ich bin sicher, wenn wir nur wollten, dass die Leute aufspringen und schreien, wow, ist das toll, müssten wir die Show anders aufbauen. Aber es liegt mehr in der Musik als totale Begeisterung. Ich glaube, man muss Höhepunkte und Ruhepausen schaffen. Eine Herausforderung an das Publikum und an die Musiker selbst. Sobald man sicher ist, den Song zu kennen, sollte man schnell zu etwas ganz anderem wechseln, sodass die Leute sich fragen, warte einen Moment, was ist denn das? Sonst könnte man ja alles vorhersagen. Das wäre ja langweilig. How the audience react to them, you know, it's interesting. I'm sure we could organize the set better if we wanted to have the audience all jumping about and saying, wow, isn't it great? But there's more to music than total abandonment. I think you have to create some movements up and down, a little bit of challenge to the audience and to the musicians to, you know, to keep
searching for some, you know, once you get them confident that they know something, then you've got to break that spell and challenge them with something that makes them think, wait a minute, what's this? You know? Otherwise, it would be too predictable, I think. And doesn't, you know, I'm the guy up there doing it, so it's important what I see.